Willkommen zu Let's Play Diablo 3 mit mir und Julian. Warte kurz. Seid ihr bereit zu sterben? Ah! Lieber nicht. Na dann. Grabräuber haben mein Grab entweiht. Ja. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Ja. Steht das Problem. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Oder wir bringen einfach Bernardo. Was? Hallo. Das sind dreimal bekämpft. Nee, wir töten jetzt. Das gibt's hier Items. Nicht genug Zorn. Und wir wollen sie ja wieder vereinen, also von daher. Das sind ja gute Menschen. Ich habe einen blauen. Wieso findest du einen gelben Zauberstab? Zeig mal. Boah, Bullshit, ey. Aber der ist wohl gut, den nehme ich. Boah, das ist total schlecht, ey. Der ist ja voll Slow-Mo. Guck mal. Hey, ich hab neue gelbe Handschuhe. Das muss. Passive Skillung. Erstmal die zwei Handwaffe. Ah. Okay, das ist nicht gut. Dann. Das ist eine Stärke drin. Genau, wenn man jetzt die passive Fähigkeit freigeschaltet, müsste es Bernhard auch schon haben. Reduziert. Ich glaube, ich muss das mal zeigen, wer Kreuzritter nicht kennt. Himmlische Stärke, ihr könnt einen Zweihandwaffe in eurer Waffenhand führen, während ihr gleichzeitig ein Schild in eurer Nebenhand trägt. Eure maximale Bewegungsgeschwindigkeit ist um 15% reduziert. Total. Ja, das. Das ist geil für die Zweihandwaffe, aber es ist total scheiße für Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 10%, wenn ein Gegner im Umkreis von 15 Metern stirbt. Das ist eigentlich auch geil, aber für die Zweihandwaffe ist es halt total awesome. Hast du jetzt die Zweihandwaffe? Ja, also das ist nur nicht so neu. Das ist drin, weil sonst, wenn man Zweihandwaffe hat, dann sieht man nicht. Dann sieht man nur, wenn das schlechter ist, wenn man. Nein, aber du solltest es rausnehmen, weil. Okay, am Anfang ist es egal, weil du bist eh ganz gut bei. Also tempomäßig. Ah, dann hab ich jetzt eben wieder Dings rausgenommen, jetzt nehme ich da. Ja, dann beschwer dich nicht! Ja, ey. Die Goblins zu finden. Also das war wieder nicht wirklich die Gelbe. Ja. Ich habe einen nicht ausgerüsteten Gegenstand im Winter. Boah, ey, warte auf mich. I walk over this place and there's some skeletons. Penetrating Skeletons. Also ab den nächsten drei Folgen wird ihr Julian sich sehen. Ja. Weil wir Hallo. Einfach. Da ist gerade jemand online gekommen, Mann. Ja. Also wenn eine Person, die ich nicht kenne, an dieser Stelle kriegt ja nicht. Egal, er wird trotzdem gegrüßt.
Scheiße, heute haben wir uns alle wieder vereint. Ja, weil wir einfach gut sind. Kreuz und Tabu. Wir sind dann einfach arbeitslos. Akan sammelte die Front. Diese Mütter sind wirklich nervig, weil die ganze Zeit Skelette auskotzen, Zombies. Was denn? Wie können die Zombies auskotzen? Ja, die werden einfach auskotzen, wenn Zombies, das ist klar. Das ist auch ekel, ja. Also wenn ihr gerade gegessen habt, Mahlzeit. Ja, der will wohl ins Video. Noch nicht. Damals bei dir auch. Ja, Blo. Jetzt spielt er nur noch was. Noch mehr kotzen die Mütter. Komm auf den Namen Mütter. Weil es Frauen sind. Warum sind eigentlich die Gegner eigentlich alles männlich? Die meisten zumindest. Irgendwie rassistisch. Die Mütter, dann diese Große. Also die Engel. Also die Großen. Ja, okay. Aber. Weiblichen Gegner, die ich kenne. So, 80% sind es mehr. Okay, eigentlich mehr, aber. Oh, wie sich der wegschleicht, ey! Ja, wir schnetzeln bitte und regen uns dabei auf. Hey, wir haben das Spiel gefunden. Hey, da war ein Gegner. XP abgesnackt. Die Krone ist nah. Diese Gruft scheint einem ganz lange Mist. Sieht total am Arsch aus, aber ist ja egal. Hallo. Bin ja aktuell auch schwer. Falls ihr eine Missus habt. Die Unbegrabene. Yay, Speed! Noch da? Ja. Are you talking don't with me? Weil... Bäume sind keine Gründe, jemanden umzubringen. Oh nice, gleichzeitig. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Aber nur Flächenschaden vom Feinsten. Hey, nachdem kriegen wir dann das Portal zum Porten. Oder? Ja. Ja. Wir kriegen jetzt das Portal. Hey, ich kehre in die Stadt zurück. Jetzt ein Video? Nee. Brauchst du den? Oh, Blut.
nicht. Was denn? Dass man schon so viele Gegenstände herstellen kann, ja, das ist ziemlich cool. Ja, dass ich einfach schon 1240 Leben hab. Brauchst du die? Nee. Ich hab jetzt noch Schultern, jawoll. Ich hab ein Schild hergestellt, hoppla. Mit Intelligenz. Ja. Was soll der eigentlich passieren? Der Tod mag schon bald über uns alle kommen. Ich muss mich mal eben transmogrifizieren. Transmogrifizieren? Ja, hier meine Brust muss sexy aussehen. Du hast Brüste? Ja, immer. Also die sieht doch geil aus, oder? So, Bernhard, ich rede mal mit dem Schmied. Okay. Oder willst du dabei sein? Ich weiß doch eh. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wie er haut auf irgendwas drauf, auf ein Schwert und ein Hammer. Bitte. Und ja, das genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Festplatte. Ich habe genug vom Schaufeln. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer König für großartige Dinge nutzen. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Euer Lehrling ist gestorben. Oh, närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Ist das alles, was ihr könnt? Gleich mal kaputt machen. War nur Regenbogenwasser. Gut. Ich habe die Krone. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ach, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. So. Mein liebster Hedrick. Oh ja. Gerade noch den Brief. So. Ach, der Brief an Hedrick von seiner Frau. Ja. Warum sag ich jetzt Schmiede? Meeting. Dann kommt das Portal und dann werden wir schon die Secret Force sterben. Erstmal den. Oh oh oh. Bitte den Spawner. Also den Spawner. Oh, das ist bei 2. Aus! Alter. Der andere ist, der lebt nur. Oh, ich krieg grad Part of Small. Raus, 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 raus. Ja, okay. Hat gut funktioniert. Boah, ich hab ne Amp. Was war das für ein Lachen? Mit der Nase.
Hätte gerade Drogen reingeschnieft, oder was? Hey, Waffenständer. Ständer. Oh ja, Ständer gesagt. Oh. Es war Lazarus. Als wir von der entsetzlichen Niederlage von der Westmark. Und dann habe ich abgebrochen. Ich mach das Buch auf und das ist ein bisschen offen, man kann die Stopmons lesen. Ah! So, ob das jemand lesen würde. Legendary. Leg doch nicht rum, ey. Hier immer rumschreit, ey. Das kann ja nicht leise sein, oder was? Also ich hätte Leute für Left 4 Dead 2 vielleicht. Welche Leute? Also wenn wir es sehen. Okay. Okay. Das ist ja dann Spawner. Hab ihn. Spawner, sagst du? Oh, 12. Du bist ja immer vor mir Level ab. Boah, ich hab hier so viele Fähigkeiten. Das mich Buch. Nicht. Das ist hässlich. Buch. 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 Geister! Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage. So viel Geld. Auge mit den Helmern rumzuschieben. Sind ja auch ziemlich gut. Aber ich benutze sie irgendwie nie. Ich auch nicht. Ich setze das auch. Ey, wir sind schon in der Nähe. Nice. Schade, Rune. Euren Frieden, solange ihr es noch könnt. Was machst du? Cormac. Ihr steht mir im Weg. Von euch lasse ich mich nicht beirren. Warte nur auf dich. Ja, du wirst die Aufnahme sehen. Haltet eure Zauber aufrecht. Na ja, gut, den helfen wir noch. Ja, du wirst jetzt sterben. Nix Abel Magistros.
Scheiße. Zurück zu meiner Mission. Wollen wir aufhören jetzt? Wer ja. seid Ups. Ihr? Natürlich habt ihr das nicht gehört. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. So. Ja. Sagt, ist das alles, was ihr könnt? An diesen höllischen Ort? Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Ich seid ihr ein Feigling oder ein Narr? Ihr widert mich an. Ich bin euch überlegen. Ha, zu einfach. Danke. Hier. Kommt hierher rüber. Das tut mir leid. Aufbruch bereit. Das dauert nur eine Sekunde. Versucht zu entkommen. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Na gut, dann beenden also, wir die auch. Ne? Dann sehen wir uns im nächsten Part bei Julian. Ja. Mit seiner sexy Schnirre, oder? Aber egal, was. Reine Zeitverschwendung. Eure ja. Mutter hätte euch nie gebären sollen. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö. Sag Tschüss, Julian. Tschüss!